Willkommen, Bürger. Das Gefechtskommando berichtet, dass ein GDI-Bataillon heute ein unbewaffnetes Mutantenlager überrollte und bis auf wenige Ausnahmen alle Vergessenen tötete, die es vorfand. Während die Diplomaten von einer friedlichen Lösung faseln, wächst der Durst der GDI nach dem Blute Unschuldiger offenbar immer schneller. Die Bruderschaft fordert alle Bürger auf, sich ihr anzuschließen, erleuchtet zu werden und das Joch der Unterdrücker abzuschütteln. Die GDI trägt keine Verantwortung für den Überfall, der heute stattgefunden hat. Wir betrachten die Vergessenen als unsere Alliierten. Und sie müssen uns glauben, wenn wir sagen, dass die Bruderschaft hinter diesem Anschlag steckt. Sag niemals glaub mir doch zu einem Mutanten. Je mehr die GDI leugnet, desto schuldiger wird sie. Der Tacitus ist wieder in unserer Obhut? Und die Mutanten geben der GDI die Schuld an dem Angriff. Gut. Aber etwas beunruhigt mich. Verhöre haben ergeben, dass die GDI über ein Serum verfügt, das die Tiberium-Erleuchtung aufhebt. Unmöglich. Wenn das wahr ist, könnte es dem großen Plan schaden. Ihr müsst es finden und vernichten. Nichts darf die Technologie des Friedens gefährden. Das wird es auch nicht. Die Mutanten glauben, wir wären Verbündete. Benutzt sie. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Command & Conquer Tiberian Sun mit mir, dem Retro Gamer. Wir spielen die Nordkampagne und befinden uns mittlerweile in der 10. Mission. Wir haben dort zwei zur Auswahl, schauen wir mal, was Kabal uns zu berichten weiß. Benutzt den Cyborg-Kämpfer und sein Team, um die Tanklaster mit dem Biotoxin zu finden. Beide Lastwagen müssen diesen Konvoi-Sammelpunkt erreichen, wenn sie noch rechtzeitig ankommen sollen, um euch bei eurem Angriff auf die Forschungsanlage zu unterstützen. In dieser Gegend soll es GDI-Patrouillen geben. Okay, was ist die Süd? Der Informant muss sich südlich des GDI-Stützpunktes mit den Mutanten treffen. Setzt die Mutanten ein, um den Informanten zu schützen und die GDI-Patrouillen auszuschalten. Verstärkungen werden eintreffen, sobald ihr den Eisenbahntunnel hier gesichert habt. Setzt sie ein, um die Forschungseinrichtung zu finden und zu zerstören. Und natürlich sind die Mutanten entbehrlich. Okay, gut, dann werden wir uns erstmal um die Mission mit den Lastern kümmern, also die nördliche. So, speichern wir erstmal. Ich bin bereit. Ich gehorche. Ja? Ja? Bereit, Sir. Ja, Sir. Dann mein Junge. Den unterwehren wir schon. Ich lebe in der Erde, um zu dienen. Wird ausgeführt, sehr wohl. Ich kann Ihre Angst wichen. Ja. So, der Kommando-Cyborg ist sehr stark, wie wir sehen. Einheit verloren. Legen hier. Doch einiges an Wumms. Ich gehorche.
woanders lang können oder ob wir die Brücke reparieren müssen. Speichern wir einmal. Vielleicht finden wir ja unterwegs irgendwo ein bisschen Tiberium zum Heilen. Hätte durchaus Vorteile. Tiberium, das ist doch schon mal was. Haben wir jetzt hier oben auch das freigeräumt, das ist auch gut. Aber im Zweifel werden da reichlich Truppen stehen. Gucken wir erstmal hier weiter. Hier ist sonst nichts. Tiberianischer Teufel. Ich mache das so mit der Brückenreparatur hier unten. Ja, Sir. Bestätigt. Dann geh du da erstmal rein. Brücke repariert. Anweisungen bitte. Na, die gehen hier schon mal rüber. Motor an. Hört sich an die andere Seite. Erledigt. Es wird nochmal wieder Zeit zum Speichern. Da steht auch einer.
unbedingt Angst riechen möchte, erschließt sich mir zwar nicht, aber wenn unser Cyborg das kann, unser Kommando, warum nicht? Hoch mit unserem Cyborg. Bei der Gelegenheit speichern wir nochmal. Tiberium. Das heißt, wir können hier unseren Cyborg heilen. Was kann ich tun? Weitestgehend geheilt. Gehen wir hier jetzt weiter. Da komme ich nicht runter. Da hätte ich auch hochkommen können. Meteorhagel nähert sich. Eine Nottenmauer. Tanklaster mit Biotoxin entdeckt.
so viel hätte hier dann doch nicht gestanden. Ingenieur meldet tätig. Ja, Sir. Bestätigt. Gebäude zugeschaltet. So, bringen wir euch da schon mal dahin. Dann speichern wir einmal. Einheit bereit. Ich glaube, hier ist nicht mehr wirklich was, was ich übersehen habe an Einheiten. Zweitrangiges Ziel erreicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.